Fleckys Abenteuer im Tierhotel. Im Tierhotel Pfötchen wird es nie langweilig, denn die süßen Tiere sorgen dafür, dass die Pfleger immer etwas zu tun haben. Und wenn es einem der kleinen Rackereimer nicht gut geht, ist Tierärztin Mara zur Stelle. Mara, die Tierärztin. Vorsichtig und mit viel Liebe verarztet die Tierärztin die vielen verschiedenen Bewohner des Hotels. Von großen Hunden bis zu kleinen Vögelchen. Zum Glück werden ihre Schützlinge meist schnell wieder gesund. Flecky, der Hund. Der kleine Dalmatinerwelpe liebt es, mit seinen Freunden herumzutollen und mit den Pflegerinnen im Tierhotel zu schmusen. Außerdem ist er immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer und hält dabei alle um sich herum auf Trab. Wenn es einem Tier im Tierhotel nicht gut geht, dann kommt die Tierärztin Mara vorbei. Gerade untersucht sie in der Katzenpension den Kater Cleo. Na Cleo, was fehlt dir denn? Cleo will einfach nichts mehr essen. Und, ist es sehr schlimm? Cleo ist kerngesund, er hat nur Heimweh. Heimweh? Ehrlich? Ja, auch Tiere können Heimweh haben. Cleo ist jetzt schon eine Woche hier. Das ist ganz schön lange für so einen jungen Kater. Und welche Medizin geben wir ihm jetzt? Gegen Heimweh gibt es keine Medizin. Da hilft nur Kuscheln und Spielen. Auch vor dem Tierhotel ist viel los. Gerade ist die mobile Hundefriseurin Christina dabei, den Welpen Flecky zu waschen. Das findet aber gar nicht so toll. Mensch, Flecky, halt doch mal still! Oh je, da lässt sich aber jemand gar nicht gerne waschen. Das stimmt, am liebsten würde Flecky den ganzen Tag spielen und jagen. Du hast es gleich geschafft, nur noch ein bisschen. Psst, das ist doch nur Flecky, der tut dir nichts. Cleo, halt! Oh nein, Flecky, stopp! Flecky und Cleo rennen davon. Die wiederzufinden wird dauern. Weg sind sie! Cleo und Flecky sind verschwunden. Und wenn Tiere im Tierhotel weglaufen, wird jede helfende Hand gebraucht. Am besten teilen wir uns auf. Ich suche in der Kleintierpension. Ich gucke bei den Katzen. Und ich im Hundegarten. Cleo? Da bellt ein Hund. Flecky? Ach, ihr Spaßvögel. Flecky? Cleo? Cleo, bist du hier? Ah, Lulu, ich kann jetzt nicht spielen. Haben sich Cleo und Flecky vielleicht in der Schubkarre versteckt? Hörst du das? Ja, das kommt aus der Schubkarre. Nein, in der Schubkarre sitzt nur eine kleine Maus. Wenn Cleo und Flecky nicht mehr auf dem Gelände sind, dann können sie nur in den Wald gelaufen sein. Oh nein! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich hole die Hunde, Mila. Hol du die Schmusedecken von Flecky und Cleo. Was hast du vor? Wir brauchen eure Hilfe. Hunde sind hervorragende Fährtenleser. Sehr gute Idee. Ja, such Cleo und Flecky. Sieht so aus, als wollten die Hunde in den Wald. Dann schnell. Cleo. Flecky. Hallo. Ich habe das Gefühl, wir finden sie nie. Doch, bestimmt. Psst, seid mal kurz leise. Das kommt von da hinten. Das hört sich an wie Flecky. Na los. Flecky. Wo seid ihr denn nur? Da ist er, Flecky. Psst, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Keine schnellen Bewegungen. Schaut nur, er freut sich, uns zu sehen.
Wieso kommt er nicht? Flecki, gib Pfötchen. Bleib stehen. Ich glaube, Flecki will uns etwas zeigen. Was ist da unten? Hört ihr das? Oh nein, was machen wir denn jetzt? Cleo! Er kommt nicht mehr hoch. Wir bilden eine Menschenkette. Gute Idee. Wenn wir uns alle an den Händen halten, können wir Cleo retten. Gesagt, getan. Seid bloß vorsichtig. Sie brauchen unsere Hilfe. Ganz schön rutschig. Ich hab ihn. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich rutsche. Hau. Wir brauchen noch einen Ruck. Ruck, ja. Sehr gut, Flecki. Endlich geschafft. Alle sind glücklich. Alle außer Flecki. Hurra! Was machst du denn für Sachen, Cleo? Das war ganz schön knapp. Flecki, was hast du denn? Oh weh, irgendwas stimmt mit seiner Pfote nicht. Erleichtert und noch etwas aufgeregt von ihrem Abenteuer kehren die Freunde zurück. Hahaha, das war ja was. Was ist denn jetzt mit Flecki? Ich muss ihn gründlich untersuchen. Dann kann ich erst sagen, ob seine Pfote gebrochen ist. Flecki hat wohl Angst, dass ich ihn wieder waschen will. Keine Sorge, Flecki. Ich will mir nur deine Pfote angucken. Was hat er denn? Ist die Pfote gebrochen? Er hat sich die Pfote nur verstaucht. Puh. Glück gehabt, Flecki. Schonen musst du dich trotzdem, Flecki. Am besten ruhst du dich jetzt ein wenig aus. Es war wirklich ein aufregender Tag. Und Flecki war ein echter Held. Doch plötzlich... Nein, schon wieder. Cleo, nicht! Aber er will nur spielen. Mit seinem neuen Freund Flecki. Die beiden verstehen sich anscheinend richtig gut. Und Cleo hat sein Heimweh offenbar auch vergessen. Ein aufregender Tag im Tierhotel Pfötchen geht zu Ende. Alle sind erleichtert. Und Flecki und Cleo sind richtig gute Freunde geworden.